Gut, liebe Zuschauer, mein Name ist Andreas Kieser, ich bin Ferlacher Büchsenmachermeister und habe meinen Betrieb hier in Albrechtsberg im schönen Waldviertel. Wir sind da jetzt in der Werkstätte bei mir. Jetzt erzähle ich noch ein bisschen, wie ich zu meinem Beruf gekommen bin. Also mein Vater war schon Forstverwalter in einem gräflichen Betrieb da im Waldviertel. Auch mein Urgroßvater war Förster. Da bin ich als kleines Kind schon immer mitgegangen mit meinem Vater und das hat mich einfach fasziniert. Das war der Grund für meine weitere Berufsausbildung, dass mein Vater dann gesagt hat, ich darf die weltberühmte Büchsenmacher-Schule in Ferlach besuchen und dort meine Ausbildung machen. Unsere erste Arbeit war einen Hammer feilen. Das ist ein Präzisionshammer. In Folge dann haben wir unsere eigenen Werkzeuge auch gebaut, wie Bügelkluppen. Dann haben wir noch so ein Übungsstück gehabt, da haben wir Passungen gemacht, ne, wie man Bolzen genau einpasst. In Folge dann haben wir dann auch Abzüge gemacht, das ist zum Beispiel ein deutscher Stecher oder eben dann so Garnituren mit Schlagstücken, Federn. Und das sind Federn, die halten Jahrzehnte oder oft sogar 100 Jahre. So, die Schule hat eben 4 Jahre gedauert. Zuerst haben wir Übungsstücke gemacht und zum Schluss dann eine fertige Kipplaufbüchse. So schaut eine fertige Kipplaufbüchse dann aus, wenn sie graviert ist und geschäftet ist. Goldgravuren drinnen, zum Beispiel da mit meinem Namen graviert. Und das war dann mein erstes Gewehr nach der Schule. Mit einer schönen Gravur drauf. Das ist die Gravur von einem berühmten Maler Dichtel, mit Hubertus Hirsch und dem Jäger drauf, mit dem Hund. Und diese schönen Vogelaugen, was da drinnen sind, das ist halt das Exklusive an so einem Holz. Und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze anfängt. Da sind wir jetzt in meinem wunderbaren Schaftholzlager. Die Schäfte werden hauptsächlich aus Nussholz gemacht. Da haben wir ein schönes mit orange Augen drinnen zum Beispiel. Also die Nuss, die ist ein sehr vielfältiges Holz. Da haben wir weiße Nuss zum Beispiel. Ne? Ein sehr seltenes Stück. Auf der einen Seite dunkel, auf der anderen hell. Zum Beispiel haben wir da eine Ahorn, ja, ein Vogelaugen-Ahorn. Ist ein sehr leichtes Holz. Zum Beispiel afrikanisches Eisenholz. Extrem schwer für die Dichte. Schwerer wie Wasser. Eine Wellenesche. Das ist auch sehr interessant, diese Wellen, diese gleichmäßigen. Tuyenholz ist auch interessant. Und aus solchen Hölzern kann man halt dann wunderbare Schäfte produzieren. Und jetzt schneiden wir eines zu. Und nach dem Ausschneiden des Schaftholzes wird es natürlich bearbeitet mit Raspeln, Feilen, mit Reifmesser. Erst ganz zum Schluss wird es dann geschliffen. Wichtig ist so ein Schaft, dass der wirklich extrem fein geschliffen wird. Nur so kriegt man dann eine glatte, glänzende Oberfläche zusammen. Wie man sieht, fällt da noch der Abschluss am Pistolengriff. Dazu werde ich bei dem Schaft ein Stück Büffelhorn und wie das fertig ausschaut, zeige ich euch dann in Folge gleich. So, und so schaut jetzt dieser Büffelhornabschluss am Pistolengriff fertig aus. Sieht man, eine wunderbare schöne Maserung hat der mit diesen hellen Linien drinnen. Also ein sehr schönes Büffelhorn. Der Kunde kann wählen bei mir, was er haben möchte, ob jetzt eine Repetierwaffe, einläufige haben möchte oder einen Bergstutzen, nennen sie das. Der hat 2 Kugelläufe, einen großen und einen kleinen. Machbar ist alles und so wie es der Kunde haben möchte. Auch Reparaturen fallen in mein Gebiet, so wie man da sieht, kaputter Lauf, bekommt der Kunde dann einen neuen von mir. Ich liebe auch historische Waffen, da habe ich einen zum Beispiel. Das ist eine K&K Hofbüchsenmacherarbeit. Die wird jetzt wieder historisch restauriert, dass sie quasi wieder ausschaut wie neu. So, jetzt habe ich meinen interessanten Beruf gezeigt und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen in einem meiner Kurse. Pfiat euch, Weidmannsheil!